Hallo ihr Lieben, heute geht es um das Thema Fliegen mit dem Hund. Hallo ihr Lieben, ich bin der Henny, ich bin Tierarzt und Tiergesundheitscoach aus Leidenschaft. Heute soll es um das Thema Fliegen mit dem Hund gehen. Ich bin gefragt worden, wie sinnvoll ist es dann oder wie viel Stress hat denn der Hund damit? Nun, man muss da zwei Unterschiede machen. Also wenn ihr einen sehr kleinen Hund habt, bei den meisten Fluggesellschaften ist das glaube ich so die 4-5 Kilo Marke, dann könnt ihr einen Hund im Handgepäck mitnehmen. Ihr müsst aber auch bedenken, wie lang geht der Flug. Also so ein Flug nach Amerika, 14 Stunden, so ein Hund sollte vielleicht auch mal pinkeln. Da ist es schon deutlich schwieriger. Da sind natürlich auch bestimmte Einfuhrbestimmungen ganz, ganz wichtig. Also Kurzflügen, so vielleicht Mallorca oder was so hier bei uns in der Reichweite liegt, so mit 1-3 Stunden oder sowas, da ist das sicherlich kein Problem. Ihr müsst aber natürlich auch bedenken, die ganze Eincheckzeit, wie lang die Gesamtsituation ist. Vielleicht auch vorher mal abchecken, ob euer Hund wirklich generell Probleme mit dem Reisen hat. Das heißt einfach mit der Zeit, die er sich nicht bewegen kann. Ob der im Auto fahren, ob ihm da vielleicht auch schon schlecht wird oder ähnliches. Dann ist natürlich vorprogrammiert, dass natürlich Fliegen nochmal eine ganz andere Situation ist. Viele Länder haben Einfuhrbeschränkungen. Das heißt, das immer rechtzeitig abklären. Auch bestimmte Impfungen sind vorgeschrieben oder bestimmte Behandlungen vor einer Reise. Manche Länder und manche Fluggesellschaften müssen die Hunde, besonders auch wenn ihr sowieso einen größeren Hund habt, unten in einem Frachtraum mitfliegen. Teilweise in normalen Maschinen, manche haben auch spezielle Begleitservice, die dann die Tiere transportieren. Finde ich nur sinnvoll, wenn man vielleicht auch auswandern will oder eine weitere Reise plant. Ich habe letztens auch jemanden gehabt, die sind Diplomaten, die sind dann auch ein ganzes Jahr in einem anderen Land, dann nimmt man seinen Hund vielleicht dann doch mit, aber rechtzeitig informieren, sowohl bei der Reisegesellschaft, bei der Fluggesellschaft und auch beim Tierarzt, was muss man denn alles so bedenken. Ich habe gerade einen Freund gehabt, die sind nach Dubai ausgewandert, die wollten die Hunde auch mitnehmen, das war ein riesen Papierkram, in Dubai muss man dann sogenanntes VAE, heißt das Ding, glaube ich, beim Amtsveterinär beantragen, das braucht man für Dubai, man muss bestimmte Parasiten vorher behandeln, bestimmte Impfungen müssen aktuell sein und so weiter und dann ist es nach Dubai auf jeden Fall so, dass das Tier nicht mit in der Personenkabine mitfliegen darf, sondern es gibt spezielle Maschinen dafür, spezielle Unternehmen, die sich nur über den Transport von Tieren Gedanken machen und das auch entsprechend betreuen, also da rechtzeitig sich informieren, was denn da genau anliegt, beziehungsweise wie sowas vonstatten geht. Natürlich immer bedenken, und das bin ich gefragt worden, wie groß ist denn der Stressfaktor für so einen Hund? Na, da versucht man sich mal vielleicht selber in so eine Lage zu versetzen, wie wenn ich in so einer kleinen Kiste, vielleicht wenn ich es auch nie gewöhnt bin, unten irgendwo im Frachtraum zu sitzen. Also muss man sich immer vorher genau überlegen, ob man das dem Hund antut. Deshalb sicherlich für so eine Woche oder zwei Wochen verreisen sicherlich am besten nicht unbedingt. Wenn man natürlich auswandert oder mal ein Jahr weg ist, da kann man das schon eher mal in Erwägung ziehen. Aber darum vorher das gründlich überlegen, ob das sich rentiert und ob das sinnvoll ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr dürft selbstverständlich gerne ein Like da lassen. Da würde ich mich sehr freuen. Ihr dürft auch gerne abonnieren. Dann verpasst ihr nichts. Und ja, lasst uns in Kontakt bleiben. Wir sehen und hören uns. Ich wünsche euch was.